So, okay. Das ist der Prügelstock für Einschläfer, den ich hier habe. Dann gehe ich durch die Reihen. So, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Wir freuen uns total, dass wir heute hier sind und die kommenden Tage hier sind. Und heute Abend, ja, in diesem vorbereitenden Vortrag, euch auf eine ganz, ganz super spannende Reise mitnehmen. Zuallererst wollte ich aber sagen, über die letzte Stunde bin ich immer mal wieder von rechts und links angesprochen worden auf Schweizerdeutsch. Und da ich es nicht verstehe, habe ich es jedes Mal vorgezogen, so zu tun, als hörte ich es nicht und bin einfach weitergelaufen. Jetzt kennt ihr den Grund. Ich verstehe aus welchem Grund auch immer nur ganz spezielles Schweizerdeutsch und ganz vieles Schweizerdeutsch. Eben leider nicht. So, Liebling, das ist unser Zeichen. Bitte einmal weiter marschieren ja, genau. So, ja. An diesem Ort hier, ganz besonders, speziell und passend, die Geschichte, eines ganz, ganz wichtigen Teilbereichs des Übernatürlichen und des mediumistischen Tun und Lassens von uns Menschen, denn dieser Umgang mit den unerklärlichen Bereichen des Seins, der ist so alt, wie wir Menschen sind, seitdem wir grundlegend kommunizieren. Kommunizieren wir auch mit dem Übernatürlichen. Ist also geradezu auch ein Archetypus menschlicher Kommunikation. So, und diese Geschichte des Übernatürlichen ist die Geschichte seiner Manifestationen um uns Menschen herum. Und die haben sich ja schon immer auf allen kognitiven Ebenen abgespielt, auf allen Ebenen der Wahrnehmung. Die einen hatten Visionen zu teilen, da gab es nur etwas zu hören. Wir wissen aber, dass die Geschichte des Übernatürlichen reich und vollgepackt ist mit physikalischen Phänomenen, die von allen gesehen wurden, Marienerscheinungen, Geistererscheinungen, Himmelserscheinungen, fraglos objektive Geschehnisse. Wir fühlen uns ja so ein bisschen verbunden mit dem westlichen Spiritismus oder dem westlichen Spiritualismus. Und auch diese Bewegung fußt in physikalischen Phänomenen. Es ist also im Grunde genommen so, dass die physikalischen Phänomene die archetypische Triebkraft für das Übernatürliche schlechthin darstellen. Denn auch das, was die Parapsychologie dazu gebracht hat, zu entstehen, waren wiederum nicht die Visionen, auch nicht die Jenseitskontakte, sondern letztendlich physikalische Phänomene, die konnten in Jenseitskontakten münden, mussten es aber nicht. Gerade in den ersten Jahrzehnten der Bewegung war die Bewegung noch sehr weit und sehr offen. Die Medien probierten sich auf einer ganz, ganz weiten, breiten Basis aus. Und was beispielsweise zwischen 1870 und 1900 sehr gängig war der Kontakt mit Außerirdischen. Und es wurden beispielsweise überall in Amerika
außerirdische gechannelt und außerirdische Sprachen beispielsweise erforscht. Die wurden aufs Genaueste durch den medialen Akt durchgegeben und niedergeschrieben, und dann versuchte man, das zu ergründen. Das spielte sich natürlich alles noch so ein bisschen auch in diesem verengten Verständnis des Kosmos ab. Das waren also meistens Außerirdische vom Mars, Außerirdische vom Neptun und so weiter. Aber ihr merkt, das ist ja ein spannendes Detail. Außerirdische schon, denn die waren ja dann eine ganze Zeit lang verpönt innerhalb der spiritualistischen Bewegung. Und ich möchte es deshalb nochmal ganz deutlich machen, was Spiritismus ist und was Spiritualismus ist, nur für den Fall, dass es noch jemand nicht so ganz kapiert hat, weil die beiden Begriffe immer umeinander fliegen und sie werden eigentlich nicht richtig benutzt. Der Spiritismus ist das erste Wort, also das ältere Wort. Und der Spiritismus beschreibt diese Urtradition, kommunizieren mit Spirits, kommunizieren mit den Agenten des Übernatürlichen. Und diese Urtradition, die vermutet man doch tatsächlich schon stattgefunden zu haben im Neandertal. Archäologen glauben das an den entsprechenden Höhlenmalereien und so weiter, zu erkennen. Und was wir dann als nächst gravierend alten, sehr alten Kommunikationsform mit Spirits ausdeuten können, ist das Indigene. Also das Schamanische, das Medizin, Männer und Frauen kommunizieren in uralten Indigenen, also indianischen Geisterzeremonien mit den Geistern. Und wie gesagt, die Geister sind die Anteile des Übernatürlichen, mit denen wir kommunizieren können, weil sie mit uns in eine Dialogform treten. Vieles Übernatürliche ist ja arg verschlüsselt und spielt sich entsprechend ja am Himmel ab oder wo auch immer. Und im Mediumismus hat man genau das angepeilt, eine funktionierende Kommunikation und Dialogform, um mit dem Übernatürlichen sich auseinanderzusetzen und die Effekte nutzen zu können. So, also Spiritismus, die Urform Kommunikation mit Spirits. Der Spiritualismus dagegen ist eine Glaubensform, also eine Religion. Und diese Glaubensform sagt im Spiritualismus, ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Und ich arbeite mit Medien, um mir das zu beweisen oder um das der Gesellschaft zu beweisen oder um das meiner Community zu beweisen. Das sind die beiden korrekten Definitionen für Spiritismus, die Urform Kommunikation mit Spirit, so alt wie die Menschen selbst. In allen Zeiten, vor allen Glaubenshintergründen, hat man Räume, Wege und Räume gefunden, rituelles, zeremonielles Geschehen zu etablieren, um mit den Kommunikatoren des Übernatürlichen zu kommunizieren. Mediumismus oder Mediumship dabei, er bezieht sich nur für die Spiritualisten auf ein Leben nach dem Tod. Ansonsten bedeutet Mediumship oder Mediumismus sowas wie Transmitterism. Das Medium ist der Transmitter, ist der Überträger, und mehr heißt das nicht. Das heißt, ich arbeite mit einem Medium, und je nachdem, was dieses Medium an Kontakte hat, kommen entsprechend Informationen rein. So, bevor wir hier gleich durchstarten, noch eine ganz interessante Zahl. Es ist eine sehr seltene Zahl, aber eine ganz wichtige Zahl. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber diese ganze Geschichte für, und das ist ja heute die
größte geistige Bewegung des Westens. Wir reden also hier nicht über irgendeinen kleinen Teilbereich oder so. Das hat man zwar lange versucht, auch in seinen Ausdrucksformen zu unterdrücken und klein zu reden und schlecht zu reden. In Wirklichkeit reden wir tatsächlich von der größten spirituellen Bewegung des Westens, Spiritismus. Und ich weiß nicht, ob ihr das alle so wisst, aber das ist in der Familie losgetreten, wie ich schon sagte, auch über physikalische Phänomene. Ich wollte mir das, die Vorschaubilder, muss ich mir gleich noch machen, weil die Vorschaubilder ja die Julia hat und ich will nicht, dass der Fluss ins Stocken kommt, weil ich die Vorschaubilder nicht sehe. Also das begann tatsächlich in der Familie, zwei Eltern, drei Töchter und da gingen physikalische Phänomene los und aus irgendeinem Grund, wir schreiben das Jahr 1848, also mitten in der Walachei in Amerika, im Upstate New York, in Rochester, ein kleines Dörfchen, kleine Familie und die werden plötzlich von enervierenden Klopfgeräuschen durcheinander gebracht und es dauerte nicht lange, da war die ganze Gemeinde durcheinander, Feuerwehr, Handwerker, Pfarrer, alle waren vor Ort, versuchten das Rätsel zu lösen. Es dauerte 2 Monate und diese 2 Monate, die sind verbrieft von Eide Stadt, haben die also alle beschrieben, was ihnen nicht gelang. 2 Monate lang. Und nach 2 Monaten gelang es den 3 Töchtern, dieses Klopfen irgendwie ja zu verstehen, auf einen neuen Level zu bringen. Die klopften nämlich einfach zurück. Und erlebten, dass das Klopfen kein mechanisches Klopfen war, kein Klopfen aus dem Gebälk oder aus den Rohrleitungen, die es damals schon gab, sondern ein intelligentes Klopfen, denn das antwortete auch gleich zurück und behauptete, ein im Boden, ein im Keller verscharrter Ermordeter zu sein, der von einem Vormieter einst erschlagen wurde und im Keller vergraben wurde. Und er würde da jetzt so viele Jahre leben, liegen, dass es an der Zeit sei, dass man ihn endlich mal ausgrub und beerdigte. Was auch ungewöhnlich ist, zu verstehen, dass 1848 Amerika schon durchzogen war von einer unheimlich dichten Presse. Und diese Presse berichtete dauernd aus Rochester, denn die amerikanische Gesellschaft wartete auf den Start einer neuen geistigen Bewegung. Das ist der vorausgesagt worden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es wurde dann alles, die Presse machte in ganz Amerika, wurde darüber geschrieben, ganz viel Korrespondenten aus ganz Amerika waren im kleinen Rochester und berichteten. Und als dann die Leiche wurde gefunden, es wurde beerdigt und kurze Zeit später zogen die 3 Schwestern aus und sie zogen über das Land. Sie hatten einen Auftrag bekommen von den Spirits, diese neue geistige Kultur zu demonstrieren und zu etablieren als neue Bereicherung, als neue geistige Erweiterung für die amerikanische Gesellschaft, die fast schon ein bisschen überfüttert war an Materiellem. Das war also unheimlich, was damals an Material ist, dass die Siedlerbewegung langsam zur Ruhe kam, begann ein Unternehmertum, und Erfinder erfanden für alle Bereiche des Lebens unheimlich viele Sachen. Und die Leute begannen zu spüren, dass das da ein Ungleichgewicht eventuell aufkommen könnte. Und deshalb erwartete man auch so sehr diese neue geistige Bewegung. So, und die wichtige Zahl, um die es mir aber eigentlich ging, denn wir rauschen sowieso gleich auch nochmal über all diese Themen drüber, die eigentliche Zahl, um die es mir ging, wegen dieser Presseabdeckung
schätzt man heute, dass es amerikaweit 30.000 Mitprotagonisten waren, die ungefähr zur Zeit der drei Fox Sisters, als die auszogen und in die Gemeinden, die sind wirklich durch Amerika gezogen und haben das überall gezeigt und demonstriert. Und durch die Presseabdeckung 30.000 Männlein und Weiblein, die aufmerkten und meinten, oh, das ist doch das Gleiche, was ich hier die ganze Zeit schon seit Jahren erlebe. Und ja, da es halt noch kein Rollenmodell bis zu diesem Zeitpunkt gab, kamen diese Medien, diese 30.000 Medien, will ich sie jetzt mal nennen, aus ganz vielen super individuellen Ansatzweisen mit diesen Kräften umzugehen, mit dieser Information und in die Kommunikation einzutreten. Das war sehr individuell, das war auf eigenen Versuchen gewachsen, auf der eigenen Natur gewachsen. Und man hatte sich noch nicht an Rollenmodellen orientiert, so wie es heute zum Beispiel üblich ist und schon kurze Zeit später üblich werden sollte. Denn die Suche nach Rollenmodellen war eine entscheidende innerhalb der amerikanischen frühen spiritualistischen Welle. So, ja, Zeichen. So, und das, da können wir gleich, ja, genau darum geht es jetzt. Die westliche Welt, wie verbreitete sich das jetzt? Wie ging das los? Und immer natürlich haben wir die physikalischen Phänomene und die spektakulärsten Fälle aus diesem Sektor im Auge. Für die, die schon auf einigen unserer Workshops oder Lectures waren, da wird das eine oder andere euch vielleicht bekannt vorkommen, aber diese Zusammenstellung ist ganz neu, die haben wir noch nie in der Schweiz so gezeigt. Die ist also neu zusammengestellt worden, neu bearbeitet worden, deshalb, wenn ihr ein paar Sachen seht, die ihr vielleicht schon kennt, ihr werdet dann sehr schnell bemerken, da sind ganz viele neue Sachen dabei. Ja, unser Thema, die physikalischen Phänomene. Und bei den physikalischen Phänomenen steht natürlich auch im Mittelpunkt das Ektoplasma. Und ich habe eigentlich gestern Abend noch der Julia verkündet, ich werde den Gästen heute Abend verkünden, dass ich im Verlaufe des heutigen Abends die Existenz von Ektoplasma beweisen werde. Und zwar aufgrund des hochkomplexen Bildmaterials, was wir dazu erstellen konnten. Und hänge ich aber nicht ganz so weit aus dem Fenster, sondern stelle das nur zur Diskussion. Aber ich glaube, dass was wir euch zeigen werden, wird sehr spannend, sehr überraschend sein. Wir haben ganz, ganz viel ja hier in der Schweiz beziehungsweise im BPV entwickelt. Bis zu Lucius Wertmüllers Tod hatten wir hier in der Schweiz die führende Rolle Brasiliens fast vollständig übernommen. Brasilien war ja bis in die 1980er Jahre hinein eines der Kernländer, wo die physikalische Medialität noch in voller Blüte stand und man ohne zu zögern hochkomplexe Experimente mit Medien anstrengte. Nur leider waren es dann Erzprotestanten, die diese Bewegung ins Boxhorn jagten. Die sind nämlich unheimlich gewaltvoll auf diese Spiritisten zu. Und es kam zu Körperverletzungen, es kam zu Totschlägen, es kam sogar zu einem Mord an einem der berühmtesten physikalischen Materialisationsmedien. Also physikalische Phänomene, da bezeichnet man meistens die Fernbewegung, die Durchdringung Materie durch Materie und die Materialisation. Das sind die Kernpunkte, aus denen sich letztlich alle physikalischen
Phänomene abspielen. So, ja, das ist die Neandertaler-Zeremonie, allerdings die 20.000 Jahre beziehen sich auf das Alter der geschätzten indigenen Zeremonien. Und das ist ja so spannend, und es ist so spannend, weil es so sehr tabuisiert wurde, wie aus den nordamerikanischen Geisterzeremonien es zu soziokulturellen Übertragungsformen kam, auf die junge Bewegung der westlichen Medien, gerade in Bezug auf die physikalischen Phänomene. Denn immer im Hinterkopf behalten, diese physikalischen Phänomene sind die archetypischen Triebpunkte unseres generellen Interesses an dem Übernatürlichen. Das ist das, was uns alle ganz tief anrührt. Da gibt es bestimmt tolle Orakel und tolle Durchgaben, will ich überhaupt nicht bezweifeln, und berühmte Kommunikatoren, die viele Dinge sagten, die am Ende womöglich nicht überprüfbar waren, aber die trotzdem einen Wert haben, ist ja gar keine Frage. Das gehört nun mal alles zusammen. Aber in der physikalischen Spiritualität, also in der Spiritualität der Manifestationen, da liegt unsere tiefe und profunde Interessensbindung hinein. Das könnt ihr ja alle mal in euch drinnen abklopfen. Ich glaube, dass man das durchaus so sagen kann. Ja, und was sollen das für indianische Zeremonien sein, die da sich dann auf die westlichen Medien übertragen haben sollen? Ja, genau. So, die ältesten heute noch überlieferten Geisterzeremonien, die werden überliefert mündlich, und zwar innerhalb der Full Blood Generationen und Familiengenerationen und so weiter. Und die älteste beispielsweise ist die Yuvipi-Zeremonie bei den Lakota Sioux. Das ist ein riesengroßer Volksstamm, der über die sich die gesamten White Plains, Green Plains, dieser ganze fette Mittelbereich, der heute Bible Belt genannt wird, ist das, wo die Büffel damals, die Büffelherden damals, the Great Plains, genau, the Great Plains. Da lebten die Sioux Lakota, und die Sioux Lakota, das war ein riesiger Stamm, schätzt ja so um die 500 Stämme gab es, manche ganz klein, manche sehr weit draußen, manche fischten, manche machten Ackerbau. Und die Lakota Sioux war ein Kriegerstamm, eine Kriegergesellschaft. Und im Kern ihrer Existenz war also ihre tiefe Verbindung zur Natur, die tiefe Verbindung zu den Spirits, die ja Ausdruck waren, dieser Naturintelligenz. Und den Möglichkeiten, die man über diese tiefe Verknüpfung in den Zeremonien sich erarbeitet hatte. Die Yuvipi ist die älteste und ist eine Geisterzeremonie für Heilung. Heilung, es geht um Heilung, Heilung der Community, Heilung von Einzelnen. Und in dieser Yuvipi-Zeremonie werden unter ganz komplexen Bedingungen die Spirits gerufen, um Heilung an den Mann zu bringen. Aber es gibt auch noch andere Punkte, die in der Yuvipi-Zeremonie im Mittelpunkt stehen können, nämlich vermisste und verlorene Dinge und Menschen. Immer wieder waren Youngsters irgendwie abtrünnig geworden, oder zeremonielle Gegenstände sind auf den Schlachtfeldern zertrampelt worden
von Pferden und lagen in einem halben Meter Tiefe im Schlamm. Total wichtig für den Zusammenhalt der Community waren aber diese Objekte. Deshalb hatte man sie ja auch mitgenommen auf den Kriegspfad, um von ihnen geschützt zu werden. Die Shaking Tent Zeremonien, das ist dann ein allgemeingültiger Begriff. Man glaubt nämlich, dass alle 500 indianischen Stämme diese geisterzeremoniellen Begebenheiten begangen. Ja, und in der Yubipi-Zeremonie ist es nun mal so, dass es da, und zwar bis heute, zu Materialisationen kommt, sichtbaren Materialisationen. Es kommt zu Berührungsphänomenen, es kommt zu Lichtphänomenen, Objekte werden fernbewirkt. Liebling, stimmt irgendwas nicht? Das macht, glaube ich, nichts. Wenn der Stecker wirklich drinsteckt, Schatz, und das rote Ding am Stecker leuchtet, okay, kein Danke. Also das ist vielleicht gar nicht so weit verbreitet, das Wissen darüber, aber so letztlich, wie wir es aus den westlichen physikalischen Seancen kennen, sind in den Yubipi-Zeremonien disembodied, also ohne Körper, Entitäten aufgetreten, waren berührbar, waren sichtbar, haben Heilung gegeben. Hochkomplex, man kann es direkt vergleichen mit dem westlichen Geschehen, und das haben dann auch die Anthropologen gemacht. Die haben teilweise so genau da hineingeguckt, dass sie Phänomen per Phänomen übertragen konnten aus den ältesten Zeremonien, die wir haben, in die gerade erwachte westliche Abbildungsform davon. Daraus sind viele Schwierigkeiten erwachsen. Vor allen Dingen, weil beispielsweise die traditionelle englische Medialität nichts zu tun haben will, so wirklich mit. Ich habe mal vor vielen Jahren zu einem Engländer gesagt, naja, ihr seid ja noch näher dran als andere an dieser Verknüpfung mit den Schamanen und Medizinmännern. Und mir wurde empört, also wirklich empört, entgegengebracht, man sei ein Medium und kein Schamane oder Medizinmann. Scheinbar überhaupt nicht wissend, wo die eigene Kultur herkommt. Und das ist natürlich kläglich und beschämend, erst recht, wenn man dann noch so eine postkolonialistische Hochnase trägt dabei, ja. Also das ist, ich hoffe, dass da das hat mit Tabus zu tun. Das war zum Beispiel so ein Tabu, und es gab noch andere Tabus, und die haben immer wieder zu Schwierigkeiten geführt und führen auch heute immer wieder zu Schwierigkeiten. Gerade jetzt ist wieder so eine Kampagne am Laufen, grundlegend, weil man nicht versteht, was da passiert und warum das denn so sein sollte. Das ist zwar ein bisschen komisch, dass man nach 170 Jahren sich da nicht über die eigenen Ursprünge im Klaren ist. Es ist aber so. Julia. Ein Bildchen weiter, bitte. Ich guck mal kurz, ob ich hier parallel folgen kann. Geht's nicht, oder was hast du? Du kannst mit den Pfeilen nach unten oder mit der Maus. Ist das das nächste? Okay. Ja, Geheimzeremonie auch deshalb, weil
die indianischen Zeremonien ja ganz, ganz viele Jahre verboten waren. Ich glaube, mehr als 150 Jahre waren die verboten. Das begann früh, nachdem das Siedlertum begann in Amerika, hat man begonnen, den Indianern ihre eigenen kulturellen Ursprünge zu nehmen. Und deshalb wurden also Zeremonien, die waren verboten, die eigene Sprache zu sprechen, war verboten. Und damit hatte man den Indianern natürlich ihre Zentral, das ganze Leben drehte sich um die Zeremonien, das ganze Leben drehte sich um die indianische Sprache, die ja eine eigene Version des Heiligen besitzt. Und das Heilige ist die Natur, das Heilige sind die Spirits. Und wenn man das alles nicht mehr aktivieren kann und darf, ja, dann haben viele das versucht, in den Untergrund zu verlegen. Und Spitzel verrieten das immer wieder. Und es wurden drakonischste Strafen da verhängt. Erwischte man so einen Medizinmann, ja, da war der ruckzuck für 30 Jahre lang in einen amerikanischen Knast gesperrt. Genau dasselbe war der Fall, wenn die eigene Sprache gesprochen wurde. Man nahm den Familien die Kinder weg. Man entriss mindestens 170 Jahre lang, mindestens, es sind wahrscheinlich deutlich mehr, 170 Jahre lang riss man allen Familien die Kinder, ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwelche Stämme sich verbergen konnten irgendwo, aber die eingebunden waren in die entstehende westliche Kultur in Amerika, denn die Siedler kamen ja nicht, um zu gehen, sondern um zu bleiben. Und ganz viele Indianer, ja, integrierten sich, versuchten sich zu integrieren in die amerikanische Gesellschaft, aber so durchmischten sich auch die Städte, an denen man kommunizierte, und so kam es immer wieder, dass es zu Anschuldigungen kam, die Medizinmänner wurden eingeknastet, die Helfer, die Kinder auf katholische Schulen geschickt, das lange Haar ihnen abgeschoren bis auf die Kopfhaut. Die Haare haben ja in der amerikanischen indigenen Tradition eine ganz wichtige Bedeutung. Sie sind ein sichtbares Abbild, ja, eines natürlichen Geschehens, eines natürlichen Wachsens, eines Kommen und Gehens. Und den Kindern da gleich, die durften nicht trommeln. Das Trommeln ist eine, Trommeln und Tanzen, das ist auch so eine zentrale, naja, also, deshalb Geheimzeremonie ganz lange, konnte es nur im Geheimen gemacht werden. Und dann hat man aber auch gegenüber den Weißen das zu einer Geheimzeremonie gemacht. Denn es waren ja letztlich die Weißen, die das reingebracht hatten. So, also, was sehen wir hier? Was lief denn da so Geheimes ab? Was war denn da geheim? Wie liefen diese Zeremonien ab? Und ihr könnt euch das so vorstellen, ein Raum mit ungefähr 30, 35 Personen, die um einen Altar herum am Boden im Schneidersitz sitzen. Der Altar ist ein Büffelfell. Und am Kopf des Altares befindet sich der Büffelschädel, der im Mittelpunkt liegt von ganz vielen zeremoniellen Dingen, die der Medizinmann da liegen hat, um die Spirits zu umgarnen und um sie letztlich eintreten zu lassen, gemäß seinen Gebeten, die er in einer hochkomplexen Verfesselung tut, indem man ihn hineingefesselt hat. Jetzt kommen einem natürlich gleich die Ideen, ach ja, wollte man den vielleicht so
kontrollieren oder sowas. Nein, den wollte man hier nicht kontrollieren. Es ging hier um etwas ganz, ganz anderes. Was wir hier sehen, ist auch die traditionelle Verwicklung, in die der gestorbene Lakota eingewickelt wird und um auf dem Brandaltar in die ewigen Jagdgründe verbrannt zu werden. Das ist also eine traditionelle Verfesselung und diese Verfesselung ist radikal. Du wirst zuerst gefesselt, dann wird ein Riesentuch, das dich komplett umstehend umhüllt bis zum Boden, dann wird das nochmal alles eingefesselt, aber wirklich radikal. Du kannst nicht atmen, du kannst dich nicht bewegen. Es wird dann am Ende noch eine Schlinge um den Hals, die mit deinen rechtwinklig angewinkelten Beinen verbunden ist. Und wenn du versuchst, deine Beine zu strecken, würgst du dich im selben Moment, obwohl das Atmen dir sowieso schon schwerfällt. Warum machen die das? Die machen das, um den Medizinmann an den Rand, an den Übergang zum Jenseits zu bringen und ihn da als Pfand anzubieten, um Heilung zu gewähren den Menschen, die da sind. Also der Medizinmann bietet sich entmenschlicht. Alle menschlichen Funktionsweisen sind massiv heruntergefahren. Und in diesem nur noch halblebendigen Zustand bietet er sich an als ein Pfandobjekt, das angeboten wird in der Hoffnung, die Geister würden dieses annehmen, dieses Pfand, und entsprechend dann, wie gesagt, die Heilung zu gewährleisten. Und weiter bitte, Julia. Diese Bilder sind sehr, sehr rar und ich bitte euch auch nicht zu fotografieren oder so, denn wir zeigen das hier nur deshalb, weil es mal in einer Publikation veröffentlicht worden ist. Das ist aber heute nicht mehr der Fall. Du findest solche Bilder nicht mehr oder musst schon wirklich arg tief graben. Ja, das Büffelfell wird ausgelegt. Wir sehen hier nochmal die Indianer bei der, in den 70er Jahren sind die Bilder entstanden, bei der Vorbereitung. Und weiter, Julia, bitte. Und weiter. So, hier sehen wir den Beginn der Fesselung. Da gab es also berühmte Medizinmänner. Der Rapport mit den Spirits war oft unterschiedlich. Bei dem einen Medizinmann arbeiteten die Geister anders als bei einem anderen Medizinmann. Und so gab es Medizinmänner, die sich besondere Rufe aneigneten. Wenn man wusste, oh, heute Abend gehe ich in die Zeremonie von Fool's Crow, dann weiß ich, dass die Spirits massiv auftreten werden, massiv mit mir in Kontakt treten werden und hoffentlich Heilung entfesseln werden für alle, die es benötigen. Und weiter bitte. Nachdem die erste Verfesselung wirklich, also es ist krass, es wird jeder Finger, Finger an Finger, Handgelenk an Handgelenk, Unterarm, Ellbogen, alles wird radikal fest verfesselt. Und wenn du verfesselt bist, kommt das Tuch über dich drüber und dann wird nochmal radikal verfesselt. Und wenn das passiert ist, bedarf es vier Personen, die dich auf dem Altar niederlegen. Die letzte Schlinge wird angebracht, die um deinen Hals gelegt wird und wie gesagt mit den angewinkelten Beinen verbunden ist. Deine Hände sind auf den Rücken verfesselt. Du liegst also sozusagen auf deiner Brust.
kann sich nicht abstützen oder so, sondern muss auf der Brust liegend dann diese 4 bis 6 Stunden Zeremonie durchlaufen. Und in diese auf dem Rücken gebundene Hände wird dann noch Weihrauch, ein Weihrauchstrauß, Sage, ne, ist Weihrauch, ja. Verwechsel mir dieses englische Wort. Und weiter bitte, Julia. So, da sehen wir das Sage übrigens. Und weiter bitte, Julia. Und in dieser, wie bitte? Ach, Salbei, siehst du, wusste es doch. So, ja, Leute, hier kommen wir schon zu einem dieser großen Probleme und Tabuisierungen oder in einem tabu verwurzelten Probleme, denn diese indianische Spiritkultur, da gab es ein Kernelement. Und dieses Kernelement spielte eine Rolle in jeder Zeremonie und das war die Befreiung des Medizinmannes auf ganz besondere Art und Weise. Stellt euch zum Beispiel vor, euer Partner sitzt neben euch außen in diesem Ring und dann ist die Zeremonie beendet und es geht das Licht an und neben euch sitzt der eben noch verfesselte und seine Gebete sprechende Medizinmann, völlig befreit. Und euer Ehemann oder euer Partner liegt stattdessen in dem verschwitzten Tuch und Einbindung des Medizinmannes. Im Dunkeln agieren die Geister der Yuvipi-Zeremonie auf unglaubliche Art und Weise. Abgesehen davon, dass sie sichtbar sind, abgesehen davon, dass sie sprechen und auch beim Sprechen gesehen werden, vollbringen sie unglaubliche paranormale, parapsychologische Effekte. Unter anderem könnte so ein Effekt sein, dass der hermetisch abgeschlossene und versiegelte Raum, ungeöffnet, plötzlich offenbart, dass der Medizinmann verschwunden ist. Und Minuten später beginnt es an der Tür zu klopfen und zu rumoren. Und da ist der Medizinmann aus seiner Verfesselung von den Spirits in einen anderen Raum oder an einen anderen Ort transportiert worden. Und also solche Geschichten sind natürlich erstmal Anekdoten. Es gibt allerdings spannende Bücher, die diese Anekdoten entsprechend recherchiert haben. So, ja, das Befreien des Mediums. Und vielleicht hört der eine oder andere schon, Medien, die man befreit im Seance-Raum erwischte, waren schon immer ein großes Problem für den Spiritualismus. Die zuverlässigsten und beeindruckendsten Medien fand man irgendwann früher oder später entfesselt, Helen Duncan, eingebunden, gefesselt, ein Sack drüber, Siegel von verschiedenen Honoratioren des Ortes mit Wachssiegeln, wurden die Verknotungen und wurden die Verfesselungen, Ketten benutzte man. Nur kurze Zeit später fiel ein bisschen Licht in den Seance-Raum und man konnte Helen Duncan vollkommen befreit von allen Fesselungen mitten im Kabinett stehen sehen. Am Ende der Seance allerdings war sie wieder in ihrem Sack und zwar mit allen Siegeln intakt. Das nahm man zur Kenntnis, das ist seltsam. Aber sie ist ja am Ende wieder in ihrer, Verfesselung. Das kann mal so ablaufen, es kann aber auch ablaufen, dass jemand aufsteht und sagt, halt, Betrug. Das Medium hat sich befreit und lässt uns hier auf einen
Betrug ein, der weit verbreitet ist, weil man hat ja jedes Medium, fast jedes Medium, schon mal irgendwo irgendwann befreit gesehen. Ja, dieser Befreiungselement ist nie diskutiert worden, er ist nie verstanden worden. Er ist eine direkte kulturhistorische Übertragung aus der amerikanischen Geisterzeremonie. Stapleton hat es 1983 in seiner Publikation mit Kollegen sehr, sehr spannend nachgewiesen. Ein großer Kenner der Altamerikanisten, Stapleton, Michael, 1983. Titel des Buches fällt mir jetzt nicht ein, aber alle Publikationen um diesen sprechen von diesem Zusammenhang. Und dezidiert Phänomen für Phänomen legt er dar, wie diese Übertragung tatsächlich stattgefunden hat. Aber sehen wir erstmal weiter. Wir legen mal ein bisschen Zahn zu jetzt. So, ja, wo ist denn das jetzt? Aha, also aus dem Indianischen kommt das. Also Materialisation, das konnten die oder das war bekannt oder nannten die das Materialisation oder nannten die das nicht Materialisation? Die sprachen meistens von einfach den Geistern, die sich manifestieren oder materialisieren. Ja, und Ektoplasma, gab es das auch schon? Hat man das auch schon irgendwie früher gesehen, wenn das dann im Westen so deutlich auftrat? Und ja, da gibt es, wir sehen hier die kulturellen Malereien, wir sehen hier Schamanen, die in ihrer Heilarbeit am Machen sind und denen fließt ein Agens aus dem Munde. Dieses Agens verhält sich sehr auffällig, es hat oft auch kleine Einlagerungen in sich, die die Menschen erkennen können, aber oft nichts mit anfangen können. Die Lichtbedingungen sind zu schlecht. Das betrifft den gesamten mittelamerikanischen Kontinent. Wir sehen hier wieder ein Medizinmann geschehen. Und das, was ihm hier aus dem Munde kommt, ist das Phlegm-Phänomen. Und wir haben den großen Verdacht, dass mit Phlegm wir eigentlich es mit Ektoplasma zu tun haben. Ektoplasma ist aber sowieso ein Platzhalter für Materialisationsvorgänge, deren Funktionsweisen noch unbekannt sind. Wir verstehen das nicht. Aber wir werden gleich sehen, wie unglaublich komplex dieses Phänomen auftritt. Und wenn man also sucht nach Konnotationen, nach Vergleichen, ja, dann fällt das einem natürlich ins Auge. Und weiter geht's. Die Tulpa-Tradition im Osten, unbedingt erwähnenswert, die erste Frau, die ganz den ganzen fernen Osten durchreist hat, Alexandra David Niels, ist vor Erschöpfung und vor, weil sie schlecht vorbereitet war auf das Ganze, nach eigenen Angaben fast gestorben in der Tulpa-Zeremonie, von der sie gehört hatte und die sie unbedingt sehen wollte. Die Tulpa ist eine Geistform und ich kann euch nur empfehlen, die Geschichte zu lesen von Alexandra David Neal. Ihr müsst nur ihren Namen eingeben und Tulpa und ihr werdet eintauchen in eine super interessante östlich-asiatische Materialisationskultur, die sich hinter diesem Wort verbirgt. Und wir werden staunen über die Autonomität dieser Entitäten, die keine Menschen sind, sondern ja Geistformen. Und weiter geht's bitte. So, die große Zeit Trismestigus und die praktische und die hermetische
Magie, die Elementalen, die alchemistischen Labors in ganz Europa. Es herrschten ja über viele Jahrhunderte hinweg der sogenannte Animismus. Das heißt, man erlebte bis zur Aufklärung seine gesamte Lebensumgebung als lebendig. Und da war es nicht weit entfernt, dass diese Lebendigkeit sich auch ihren Raum und ihren Weg nach außen brach. Und weiter bitte. So, ja, und dann Aufklärung, die Neuzeit. Und dann haben wir ja eben erfahren, begann dieses Zeitalter des Spiritualismus. Und man hängt also diesen Begriff an die Glaubensform. Und es ist insofern richtig, weil wenn wir uns darauf beziehen, als die größte geistige Bewegung, ja, oder muss das unbedingt eine Glaubensform sein, oder kann man auch sich geistig bewegen, ohne in einer Religion etabliert zu sein? Ich glaube schon. Eigentlich müsste das deshalb heißen, the age of spiritism und nicht spiritualism. Und weiter geht's bitte. So, physikalische Phänomene in den frühen Umgebungen, in denen sie praktiziert wurden, knallten durch die Decke in ihrer Effektivität. Wie gesagt, 30.000 Protagonisten schafften in ganz Amerika und produzierten Phänomene, ja, die durch die Decke gingen. Und genauso war dieses Teil, dieser Teilbereich Materialisation ebenfalls durch die Decke gehend, insofern, dass die höchsten Formen von Materialisation beispielsweise ohne weiteres praktiziert wurden. Da spreche ich von der Vollmaterialisation von Spirits. Spirits, die sich nicht nur im Dunkeln äußern, die nicht nur dich berühren, die dich vielleicht umarmen und küssen und du weißt, wer es ist, aber immer wieder entstehen vollmaterialisierte Spirits. Das sind nur zwei Beispiele. Wir haben hier am Basler Psi-Verein den größten Teil dieser Entwicklung vollzogen. Das war ganz spannend. Wir standen damals sehr in der Kritik. Man behauptete, wir würden da Sachen schlucken und würden die dann in der Seance wieder nach draußen befördern und würden sie dann wieder verschlucken. Man machte sich an so ein paar Dingen fest. Die Daumenspitze sollte in der Lage sein, Tische zu heben, an denen 7, 8 Leute saßen. Diese periodisch wiederkehrenden Attacken gegen die physikalische Medialität, die passieren zwar immer wieder und die können auch dich verletzen und können Schäden an den Medien, an ihrer Psyche, an ihrem Selbstvertrauen. Aber es kommt immer wieder, wenn diese Dynamiken gegen die physikalische Medialität aufbegehrt, dann passiert es ganz schnell, dass die Leute das Kind mit dem Bade ausschütten und oder wollen das. Sie wollen eigentlich das Kind mit dem Bade ausschütten. Bestimmte Kritikpunkte an Medien werden benutzt, um die versucht, das alles zum Todesstoß. Das ist die ganze Bewegung. Man will das eigentlich nicht mehr. Das war sowieso nicht gewollt, als 1996 diese Bewegung sich nach oben produziert hatte. Und es kommt dann zu dem Versuch, aus der Kritik an Medien, aus berechtigt oder nicht, Kritik an dieser Sache, Kritik an jener Sache, kommt es dann letztlich zu dieser Dynamik durch Todesstoß. Jetzt, wir wollen das weghaben. Alle möglichen Leute springen auf den Zug auf und versuchen in der Community große Unrast und Unruhe
auszulösen, um diese gesamte physikalische Medialität wegzubringen. Und das wird nicht gelingen. Und das kann nicht gelingen. Sie könnten sich diese ganze Energie sparen. Und warum kann das nicht gelingen? Ich kann natürlich ein Medium kritisieren und kann sagen, das habe ich gesehen, wie es das gemacht hat oder jenes gemacht hat und ich finde das verdächtig. Das, sowas ist gerechtfertigt, wenn du da irgendwas kannst du sagen, kannst diese Kritik üben. Aber was nicht gelingen wird, ist, aus dieser Kritik heraus etwas zu formulieren, das diese archetypischen Anbindungsformen aus unserem Interesse verschwinden lässt. Und auf der spirituellen Ebene schon mal gar nicht. Wie gesagt, das sind die profunden, das sind die kernspirituellen Archetypen, die uns tief angreifen, die uns wirklich interessieren und tief in uns auch diesen Trigger, neue Antworten zu finden, neue Fragen zu formulieren, die haben wir nirgendwo anders. Das finden wir nur in der Parapsychologie. Und es wird nicht gelingen, diese Kernrätsel kaputt zu reden. Und ihr werdet gleich auch sehen, warum. Uns ist es nämlich in den letzten 20 Jahren gelungen, die Phänomenik so komplex abzubilden, dass ihr, glaube ich, nachher nachvollziehen könnt, warum ich das sage. Okay, Julia, bitte. Ich hatte mal diese, als es dann losging mit den physikalischen Seancen und so weiter, das ist eine Übersicht in Amerika und England, das war ja bis 1870 dann nach England geschwappt. Und hier habe ich einfach Beispiele aufgezeigt, wo das ganz deutliche Ausbildungsformen bekam. Wo also Materialisation, sogar voll materialisierte Wesenheiten schon Teil waren dieses frühen medianimen oder mediumistischen Geschehens. Und Julia, bitte. So, und hier haben wir jetzt nochmal so eine Übersicht aufgeteilt nach, das waren die, nach USA und UK. Das sind die ersten Protagonisten, die voller Wertschätzung und in voller Passion für die Spirits arbeiteten und für und mit den Spirits ihre Phänomene erbaten und gemeinsam auslösten. Viele berühmte Namen, Kate Fox, die Davenport Brothers, Agnes Guppy, Hearn und Williams, Florence Cook natürlich, Stanton Moses, Miss Faye, Miss Showers, für den Historiker sind das alles sehr bekannte Namen. Und weiter bitte, Julia. Ja, um mal dem Umfang der Phänomenik damals nur mal ganz kurz, so kurz es geht, eine Reminiszenz zu gewähren, eine Wertschätzung. So sahen die Kabinette damals aus, ihr Lieben, und es begann meist recht harmlos. Das Medium war in seinem Stuhl gefesselt und saß ungefähr hier auf der Sitzfläche, Schultern hier vielleicht, Kopf hier, gefesselt. Man fesselte früh die Kirchlichen und die Religiösen, die Presbyteraner, die strengen Katholiken wollten unbedingt gewährleisten, dass es sich um keine Illusion handelt, dass womöglich plötzlich amerikaweit die Leute womöglich unter dissoziativen Krankheitsformen anfangen zu leiden und überall glaubten, sie stünden mit Geistern in Kontakt
Und in der Folge würden sie das dann sogar, ja, betrügerisch in Anführungszeichen darbieten. Deshalb wollte man früh sicher sein, dass es sich nicht um Täuschung oder Selbsttäuschung handeln könnte. Und zu dieser Zeit war es also so, dass die jungen Frauen in diesem Fall hier unten gefesselt war. Und während sie hier saß, zeigten sich hier, hier und hier ganz viele Köpfe von kleinen Kindern, von alten Männern, von anderen Frauen. Und einer der bescheidenen Anfänge in der Materialisationskultur. So, bitte, Julia. Oh, Entschuldigung. Das sind die drei Schwestern hier, die ausgezogen sind aus Rochester, New York. Und das versuchten unter die Menschen zu bringen. Und weiter, bitte. Eine der ganz frühen Chroniken zu dieser Arbeit der Schwester hat ein ganz berühmter Banker hinterlassen, Charles Livermore. Der hat ganz früh seine Frau verloren, der hatte gehört von den drei Schwestern und organisierte dann, dass Kate, diejenige, die besonders starke Phänomene hatte, in London mit ihm arbeitete. Und so kam es dann zu den berühmten Livermore-Sittings und Weiterbedingungen, ja. Und in diesen Livermore-Sittings kam es zu spektakulären Formen der Materialisation und des Jenseitskontaktes auch. Und diese Texte sind berühmt und weiter bitte, liebe Julia. Und sind hier im Einzelnen sogar mit Zeichnung ein bisschen aufgeführt. Aber das lesen wir uns jetzt nicht noch an. Das kann jeder gerne zu Hause für sich selber tun. Und weiter bitte. Wir gucken dafür aber in einen anderen Fall rein. Und dieser Fall ist aufgrund seines Umfanges so spektakulär. Und aufgrund des Namens seines Untersuchers so spektakulär. Denn der Hauptuntersucher in diesem Fall war niemand weniger als Henry Olcott. Olcott dürfte dem einen oder anderen von euch was sagen, der spätere Partner von Blavatsky. Olcott war einer der Mitbegründer der Theosophischen Gesellschaft. Und gründete einige Jahre später die Theosophische Gesellschaft zusammen mit Blavatsky. Ganz weit draußen, zu Füßen der Blue Mountains, auf einer riesigen Farm, wohnten unter anderem die beiden Brüder William und Horatio Eddy. Bitte, Julia. Und die Familie war relativ groß, ich glaube, vielleicht 8 Leute, 9 Leute, 10, 12, ich kann es nicht genau sagen. Was wir heute nur wissen ist, die Familie war Analphabet, hatte keine Bildung, ist die ganzen letzten Generationen über ausschließlich im landwirtschaftlichen Umfeld da lebendig gewesen. Und weiter bitte. So, und wenn man es so sehen will, hart arbeitende Landwirte bei Tag. Und das hier ist William, er war das stärkste Medium und Trance-Medium schon 1872, also 24 Jahre nach den Klopfgeräuschen in Rochester, New York, hatte sich das schon so weit verbreitet. Die Familie hatte sogar extra für die Sitzungen mit William einen Aufenthaltsraum, den wir hier sehen. Und die Farm lag an einem äußersten Knotenpunkt der Postkutsche. Und die Postkutsche war ein ganz zentrales Verteilungssystem von Informationen, aber natürlich auch von Ähm,
Habe ich gesagt, Information, ja, von Informationen, von Zeitungen, von Wissen, aber natürlich auch von Menschen, die in diese fernen Regionen reisten. Wir sehen hier Olcott, wie er sich Mühe gibt, denn er hat so ein bisschen den Verdacht, könnte es nicht sein, dass die ganze Familie hier womöglich diesen komplexen Betrug ausübt, bis in die Großstädte hatte sich herumgesprochen, was sich abspielte auf der Farm in Vermont. Dutzende materialisierter Spirits, die angeblich über die Mediumschaft von William Eddy materialisierten, aus einem winzigen Kabinett hervortraten und ganz oft von den draußen Sitzenden erkannt wurden. Spontan erkannt wurden. Niemand konnte wissen, welche Familie am Abend von der Postkutsche transportiert, womöglich sich interessierte und mitsaß im Veranstaltungsraum. Olcott hatte derweil schon den gesamten Veranstaltungsraum komplett auseinandergenommen. Von unten, von oben kroch er unter das Gebälk und suchte nach eventuellen Eingangspunkten für spirit-mimende Personen. Und wir sehen hier auf der linken Seite in einem winzigen Räumchen, in dem er das Ganze begann. Dieses Fenster dort war ein angeblich, konnte nicht öffnen, es war nur ein Lichteinlass. Es war außerdem sowieso im zweiten Stock, man hätte also von außen anklettern müssen und das wäre längst aufgefallen, vor allen Dingen, weil ganz viele Kinder auch erschienen, ganz alte erschienen, denen man nicht irgendwelche Klettertouren noch hätte zumuten können. Dann noch einmal zurück, das ist eine ganz typische Szene hier. Noch einmal zurück, Liebling. Spontane Gäste des Abends fallen aus allen Wolken, als dieser Vorhang hier aufgeht, dahinter sitzt das Medium und aus dem Vorhang treten heraus die drei gerade in der Familie verlustig geworden, also sind gestorben, waren Tuberkulose, alle drei in kurzen Abständen, alle gestorben und sie treten angeblich alle gemeinsam durch die Kabinettvorhänge und werden von allen erkannt, die aus der Familie anwesend sind. Die Schwester springt schon auf, weil sie ihre kleine Schwester sieht und es kommt dann zu emotionsgeladenen Zusammenführungen und Olcott sitzt ganz nah dran mit seinem Skizzenbuch und versucht alles festzuhalten, was festzuhalten ist und weiter. So, und festzuhalten ist so einiges. Unter den Dächern der analphabeten Familie treten nämlich Gestalten und Persönlichkeiten auf, die ganz klar in keinster Weise dem Level der Familie irgendwie entsprachen. Die hatten keine Bildung und weiter bitte, Liebling. Die wussten nichts von lokaler Geschichte, von globaler Geschichte, nenne ich es mal, und weiter bitte. Aus allen verschiedenen Größen und weiter bitte sprachen unterschiedliche Sprachen sprechend. Olcott selbst sprach ein bisschen Arabisch. Olcott selbst sprach ein bisschen Hindu, glaube ich. Und er konnte sich überhaupt nicht erklären, wie diese Familie, wenn sie involviert gewesen wäre in das Geschehen, die Aufzüge der materialisierten Spirits waren zu komplex. Die Familie hätte das überhaupt nicht recherchieren können und in dieser Art und Weise dann abbilden. Und weiter bitte. So, immer wieder
kamen die Spirits in großen Mengen da, in großen Massen zusammen. Brüder bedankten sich beieinander und gaben sich ein letztes Wort und weiter bitte. So, und so kam Olcott, der für die New York Daily Graphic unterwegs war, einen der größten frühen Fälle zu untersuchen, zurück mit der Meinung, ich kann es mir nicht erklären, das scheint einer der größten Fälle von Materialisation und manifesten Spirits zu sein, die wir haben. Und weiter, Julia, bitte. So, dann, das beginnt die Ära der Fotografie. Und man muss wissen, ihr lieben Leute, wir werden jetzt gleich viele Bilder sehen aus dieser Zeit. Wir werden noch mehr Bilder sehen aus der heutigen Zeit. Aber die Bilder, die wir aus dieser ersten Zeit nach der Erfindung des Fotoapparates, nur ganz wenige hatten den dann. Das konnte sich kaum einer leisten. Und nur Universitäten oder so hatten Fotoapparate zur Verfügung. Die Menschen hatten noch keine Idee, wie sie gucken sollten, wie sie aussehen würden, wie das Foto sie abbilden könnte, so wie wir das heute wissen, die wir heute Selfies machen oder schöne Fotos für wen auch immer machen wollen. Die wussten das damals überhaupt nicht. Außerdem gab es nur Fotografie, kein Video. Man konnte also immer nur statische Dinge abbilden. So, und so kam es, dass das erste Spirit-Foto geschossen wurde, worauf man schon wartete, weil die Spirits sich so vielfach zeigten. Zu dieser Zeit, in diesem Fall noch sehr verhüllt. Hier sehen wir einen anderen großen Namen, William Eglinton. Ganz viel Licht spielte auch eine Rolle, das sich entfaltete in diesen Materialisationen. Hier sehen wir Eglinton mit einem seiner Guides, der Spiritform Abul. Weitere Zeichnungen, man glaubte, Zeichnungen könnten doch besser gerecht werden als womöglich die frühe Fotografie, die aufgrund dieser Umstände das Ganze Emotionale rausließen. Und weiter bitte. Ja, und so entstanden die ersten großen Medien und ihr legendäres Dasein, wie Elisabeth d'Espérance aus England, ganz viel dann in Schweden gearbeitet. Auf der linken Seite sehen wir die Spiritform Yolande, die sich immer mal wieder in den Seancen bildete. Wir sehen die berühmte Eusapia, die Tische schweben ließ, die Gesichter und oder Gesichtsformen in Sand und in Clay abdrücken konnte. Und weiter, Julia. Hier sehen wir sie in jungen Jahren. Sie zählt zu den größten Medien aller Zeiten und weiter. Ja, hier weiter bei ihrer Arbeit und weiter. Und immer spannender wurden dann auch die Berichte über materialisierte Gliedmaßen während dieser Versuche, die hauptsächlich um Tische sich drehten und weiter. Das sind diese, irgendwas konnte die Frau emanieren. Also nach außen bringen. Und wenn das, was sie da nach außen brachte, wenn man dann da noch einen Eimer mit, was heißt Clay nochmal? Lehm hinstellte, ja, obwohl die Frau am Tisch sitzen blieb, entstand im 6 Meter entfernten Eimer aus Lehm das da. Schwebende Objekte, die aus dem Kabinett in den Sitzungsteil schwebten und weiter, wurden dann immer öfter ihre materialisierten Pseudopodien beobachtet. Das ist Fontenay, ein bekannter
damaliger Untersucher, und er beschreibt, wie er beide Hände, das war damals Usus, direkt am Kabinett zu sitzen, beide Hände des Mediums zu halten und womöglich auch beide Knie des Mediums zu halten. Er hat unter seinem Fuß den Auslöser für die Kamera. Und während er ihre Hände so hält, schießt er ab und die ersten Hände, die niemandem gehören, entstehen auf den Fotografien. Das gleiche hier. Allerdings war es hier dunkel und man fotografierte, weil plötzlich das Ding klingelte, das Lämpchen da klingelte. Die Arbeit mit Eusapia in Deutschland und in Österreich ist hauptsächlich von Schrenk Notzing. Das ist das Standardwerk überhaupt für wissenschaftliche Erforschung unerhörter Vorgänge. Bis heute gilt es als methodologisches Standardwerk. Vor den Fotografien wurde alles gezeichnet und weiter. Und wenn man die Bilder sieht, dann erinnert man sich vielleicht, oder auch nicht, an Erscheinungen wie diese rechte Hand hier zum Beispiel. Das ist also so ein richtiges Typikum. Das haben wir also in großer Ähnlichkeit auch in unseren Seancen gesehen. Dann kamen die ersten Fotografien und man wusste nicht umzugehen mit den Apparaten und so weiter. Die Leute waren unsicher und so sahen also diese Sitzungen aus, besonders die hochkontrollierten. Medium an beiden Armen und an beiden Händen gehalten. Das ist in der deutschen Schule Standard. Ja, das Buch von ihm und weiter. Ja, er hatte eine Zeit lang zwei sehr gewichtige Hauptmedien und das sind Abbildungen von Spirits im Ektoplasma. Und weiter geht's. Weiter Ektoplasma bei anderen deutschsprachigen Medien und weiter geht's. Willi und Rudi Schneider und weiter. Rudi in Paris, wo er den Nachweis erbrachte, über die Kontrolle über eine Kraft, die er innehatte. Und weiter. Überall nach Europa reisten deutsche Gelehrte, um in Skandinavien beispielsweise die Tests wasserdicht zu machen. Ja, Hitlers Machtergreifung, da müssen wir nicht so viel drüber sprechen, der hat natürlich alles kaputt gemacht. Also ganz besonders in Deutschland. Da ist ja alles dann ins Konzentrationslager gegangen, das sich zuvor da interessiert hatte. So, und jetzt sind wir im Nachkriegsdeutschland, sind wir jetzt wieder angelangt und wir unterscheiden ja so ein bisschen zwischen Objektmaterialisationen und anderen Materialisationen und Materialisation und Apporte in der Mediumschaft, die ich mit meinem Körper als Wirt abbilden darf und durchleben darf, die war von Anfang an gespickt mit Objektmaterialisationen und Apporten. Und ich möchte euch nur mal ein Beispiel. Ja, so winzige Objekte entstehen da. Na, die hat er vielleicht, keine Ahnung, in seiner Achselhöhle gehabt, oder? Nein. So einfach ist das nämlich eben nicht. Ich will ein kleines Beispiel geben. Seance, ich glaube sogar hier in Basel, und Julia wird Rotlicht. Julia wird gebeten, das Medium zu halten und um ihren Hals baumeln ganz viele Ketten, alle unterschiedlich, Steine, Apporte, also bestimmt mindestens ein Dutzend, wenn nicht mehr. Und sie sollte dann eins spontan anfassen und umklammern. Das war Hanau. Okay.
So, und während sie ihren Ganesha umklammerte, das ist er hier, wir sehen hier allerdings nur die Rückseite, behauptete dann die Spiritkontrolle, sie würde das nachbauen und das würde auf der Vorderseite sich sehr ähnlich sehen und auf der Hinterseite könnte man die Verbauung der ganzen fragmentarischen Teile, die die Spirits nutzen, um Objekte zusammenzubauen. Nicht immer, aber in diesem Fall. Ein anderes war, nochmal ganz kurz zurück, Schatzi, zu behaupten, Ektoplasma einzubetten in einen Stein. Und dieses Ektoplasma bezog sich auf die vier anwesenden Medien. Und so viele unzählige weitere Geschichten. Was wir hier sehen, ist weniger als ein Bruchteil. Die Spirits haben Tausende von Objekten materialisiert. Tausende. Mal groß, mal klein, mal winzig, mal riesig, mal wertvoll, mal wertlos. Aber in einer riesigen Menge. Weitere Phänomene traten dann auf vor der luminösen Plaque oder Plate, das leuchtet und von Anfang an begannen. Hans Bender wurde ja Teil unseres Spirit-Teams, unserer Arbeit in Hanau. Und das ist ein klassisches Instrument im Spiritismus. Und bei uns ging das auch sofort los. Und weiter bitte. Am Ende des Vortrages könnt ihr übrigens nach einer kurzen Pause Fragen stellen, wenn ihr Lust habt. Könnte sein, dass vielleicht der eine oder andere nochmal nachfragen will. So dann immer komplexer werden die einzelnen Strukturen. Es tritt dann Ektoplasma auf in allen möglichen Variationen, Handformen abbildend, auch Bewegungsdynamiken, kraftvoll und sehr deutlich abbildend. Hier sehen wir übrigens das, was hier eben in der Zeichnung beschrieben wurde, sehen wir hier als Originalfotografie. Das Medium hält eine ektoplasmische Masse vor seinem Bauch und aus der Masse tritt eine Handform heraus, die dann komplexe Eigenbewegungen macht über der Masse. So, Schatzi, musst du zum Zug oder warum geht das hier so schnell? Nein, sie hat ja recht. Zeit ist Geld. So, das Emanieren von Ektoplasma ist und vor allen Dingen die Ergebnisse, die sich dadurch erzielen. Ich habe euch ja hier zwei Beispiele gezeigt. Ein weiteres Beispiel steht ja hier vorne bei den Süßigkeiten. Voll materialisierte Spirits haben nach intensivem Training hier im Psi-Verein vor allen Dingen die Spirits mit uns und mit euch geteilt. Es gab eine Ära zwischen 2014 und 2017, 18. Da traten die komplexesten Formen auf und wir werden uns sie gleich mal angucken. Hier beginnt das Medium exudiert oder emaniert Ektoplasma aus seinen Schleimhautarealen des Körpers. Die Spirits sprechen von Körperportalen, die sie installieren an verschiedenen Orten der Leiblichkeit des Mediums. Wir sehen hier das Medium. Hier oben ist Kopf, Ausschnitt, ein Arm, zweiter Arm. Am Boden sehen wir eine riesige, wolkige Masse. Und aus dieser Masse wieder tritt hervor eine scheinbar autonome Hand. Ganz oft hatten die Ringe
damals und wir konnten teilweise an den Siegeln Vermutungen anstellen, Handformen, die aus dem Dunkel des Kabinettes treten, in Amerika Handformen aus der Masse, ektoplasmische Säulen, hochkomplexe Verbauungen dieses Materials. So, und dann immer wieder die Vermutung, es zeigen sich Bilder, wir sehen hier in der Seitenperspektive ein Bild, hier ist das Kinn, Hals, kleiner Mund hier, hier aber noch deutlicher, zwei Augen, frontaler Blick, Nase, könnt ihr es sehen? Sehr schön. Und weiter bitte. Da ist es nochmal, jetzt sehen wir es ganz deutlich. Der Kontrollgeist Hans Bender zeigt sich selber im Ektoplasma. Hier nicht mehr, aber in dem Bild davor ist es geschehen. Und hier wieder zeigt er sich, diesmal jedoch in einer anderen Perspektive, eben noch frontal auf die Kamera blickend, jetzt aus einer seitlichen Perspektive. Die Verstorbenen zeigen sich in großen Mengen in den Auslassungen des Ektoplasmas. An einem Abend konnten 29 verschiedene Gesichter gezählt werden im Ektoplasma des Abends. Stopp. Jetzt nimmt mir das hier Formen an. Nein. Nochmal zurück. Ja, die vielfachen, ja, kleine Porträts, fast wie Fotoalben im Ektoplasma und weiter bitte. Besondere Formen, wenn das Ektoplasma sich in Frühformen von Bildungen zeigt, wie hier in einer frühen Form einer Handbildung, wo die gesamtnotwendige Materie dazu wie von hinten anfließt, dann hinten dünner wird und nach vorne hin hochkomplex sich bildet und weiter. Komplexe Emanationen, teilweise aus Ohren, Nase, Munde. Wir haben das alle schon gehabt und dokumentieren können. Und hier möglicherweise über mehrere Wege ins Außen und weiter bitte. Hier sehen wir Tropfen des Ektoplasma, das sich also am Außenbereich des Kabinetts bildet und abtropft. Und weiter bitte. Das ist eines der bedeutendsten Bilder in diesem ganzen Vortrag, denn er zeigt eine auffällige Bildung des Ektoplasmas oder Ausbildung des Ektoplasmas. Halt. Was wir hier sehen, ist etwas, das ähnlich eines Fungi, eines Fungus sich verhält. Es baut nämlich, diese Verlängerung hier ist das hier. Können Sie alle sehen? Ja. So, und dieser Strang endet in einem Werkzeug scheinbar. Dieses Werkzeug sind tausende von feinen Fäden, die sich an den Stoff des Kabinettes saugen. Dadurch verhält der ganze Strang sich wie ein, so ein Fungus, so ein pilzartiges Gewächs, das man im Wald findet. Und interessanterweise werden ja Waldgerüche und Pilzgerüche immer wieder auch mit Ektoplasma in Verbindung gebracht. Danke, Julia. Ja, heraustreten von verschiedenen Objekten aus dem Ektoplasma.
ja, ektoplasmisches Interieur, das Auseinanderziehen des gesamten Materials, um zu zeigen, aus was könnte es gemacht sein oder wie bildet es sich nach innen ab? Und es bildet sich nach innen ab wie eine Blutgefäßstruktur geradezu und weiter. Nochmal deutlicher und doch weiter. Und dann beginnen die Zeit der großen Vollmaterialisationen hier. Die Materialisation einer jungen Frau, das Medium sitzt dahinter im Kabinett, die Spiriterscheinung bewegt sich nach rechts in so einem leichten schwankenden Bewegung und ihr Gesicht ist komplett enthüllt und wie schon gesagt, sowas stammt aus der ektoplasmischen Emanation. Hier sehen wir das Medium in der Emanation in der Laborwoche mit einer großen amerikanischen Untersuchungsgeschichte. Ja, selbstleuchtende Materialisationen, leuchtende Köpfe schweben im Kabinett und werden fotografiert. Ganz seltener Event. In Neuseeland oder aus den Neuseeland-Seancen bleibt Ektoplasma zurück. Und es hält sich und hält sich und hält sich und vergeht und verschwindet dann. Scheint wie auszutrocknen. Ganz rare, in den Bereich des Bizarren hineinreichende Abbildungen des Seelenlebens des Mediums. Nach einem Nachmittagsschlaf vor einer Seance entsteht in der Wohnung eine, ich sag immer Traumentität, ein Schlafgeist, der kurz mit hinübergegangen ist. Oder ist das schon Ektoplasma, das eigentlich für die Seance benutzt werden sollte? In großer Geschwindigkeit fliegt das Wesen, das aussieht wie eine kleine Fee, die einen Schleier trägt, in meinem schon fast dunklen Apartment rum. Und weiter bitte. So. Weiter, Ektoplasma in Aktion, hier bei einer Heil, wir hatten einige Jahre, da waren die Heilkräfte der Spirits sehr, sehr schön, auch wenn, weiß ich nicht, bei diesem Fall vielleicht jetzt nicht so viel erreicht wurde, aber es war eine Zeit der ganz hohen, komplexen Healing-Ambitions und was wir hier sehen ist, fremdartig hervorgewachsenes Ektoplasma nimmt zwei zangenähnliche Formen an und beginnt die Augen der Patientin zu bearbeiten. Die Patientin hatte eine bestimmte Zielsetzung in der Behandlung, die wurde wahrscheinlich nicht unbedingt erfolgreich bearbeitet. Andere verrückte Formen aus im Munde anwachsenden Volumen Ektoplasma verwandelt sich die Pigmentierung und es schauen kleine Gesichter aus dem Munde heraus. Hat man jetzt schon immer wieder mal Massen von Ektoplasma nasal exudiert. So sieht es jedenfalls aus. Augen-Ektoplasma. Ektoplasma, das aus den Augen abgeflossen ist und das sich hat fotografieren lassen, als es über Mundwinkel und Nasenloch wieder scheinbar in den Körper zurückgenommen wird.
und weiter. Augenportale exodieren mal hunderte von Euro Gegenstände mal billige Plastikjuwelen aus der Schleimhaut des Mediums. Wächst die ektoplasmische Provenienz hervor. Wir konnten hier genau sehen, wie aus den Löchern der Schleimhaut in der Zunge diese Materie austritt. Das ist ein Zufallsschuss. Normalerweise kann das nicht fotografiert werden. Uns ist es aber gelungen. Und das hier, was so aussieht wie trockene Baumwolle, ist in Wirklichkeit klatschnass. Klatschnass und kalt. So, und weiter geht's. Wir haben es gleich geschafft. Jetzt schaut euch diesen Herrn einmal an. Ein namenloser Freibeuter, ein namenloser Pirat, nachdem wir mit dem berühmten Doorkeeper John King arbeiteten. John King, den gab es schon im 18. Jahrhundert in England als Spirit, als Tourkeeper und Guide, half der anderen Verstorbenen, sich zu zeigen. Und während er zu uns kam, behauptete der andere, er sei in seiner Energie mitgezogen worden. Und jetzt zeige ihn uns nochmal, Julia. Denn das Aussehen ist einfach grandios. Also wenn ein Pirat aussieht wie ein Pirat, die scheinbar eingeschlagene Nase, die riesige Warze innen an der Nase, die negroiden Lippen, dieses eine etwas wahnsinnig dreinblickende Auge, das ist eine fotografierte Vollmaterialisation unter absolut kontrollierten Bedingungen. Niemand hat diesen Piraten hier irgendwie darstellen können. Alle wussten, wo alle sind. Die Türen waren verschlossen. Und weiter geht's. So begann das damals mit stark verhüllten Spirits. Erster Event hier im Basler Psi-Verein. Aleister Crowley murmelt mit Julia etwas, was sie mir bis heute nicht gestanden hat. Und John King selbst in seiner unglaublichen, distinguierten Form der Selbstpräsenz. Schaut mal in das Gesicht, Leute. Er schwebt übrigens, wie wir hier schön sehen können. Professor Eckhard Kruse ist mit anwesend. Ist natürlich auch total baff von der Präsenz dieser Gestalt. Und weiter bitte. Und wir sehen Medium und materialisierter Spirit. Wir sehen den blinden tibetischen Mönch, Gonpo, wie er ja das Befinden seines Mediums checkt, blind, mit tiefem, ernstem Blick studiert er das Antlitz des Mediums, das mit ihm arbeitet. So. Und als Reminiszenz an die uns das Zepter übergeben haben in den 80er Jahren, ein Blick zurück in die 80er Jahre zu den Materialisationen in den großen Centern von Brasilien. Das ist das Medium Davilson Silva und eines seiner Materialisation.
So, ihr Lieben, danke für eure Aufmerksamkeit durch die Geschichte der Materialisation und des westlichen Ektoplasmas. Wir machen jetzt, ich würde sagen, wo wir alle auf Toilette müssen, bis ihr alle wieder hier seid. Wer auf Toilette muss, bitte geht. Alle anderen bleiben hier. Und dann machen wir noch eine Fragerunde, wenn ihr das wollt. Also bis gleich. Jemand, der sich vielleicht immer mal fragte, warum haben die ganzen amerikanischen und auch englischen Medien fast ausschließlich alle einen indianischen Guide in ihrem Spirit-Team, das ist die Antwort, die jungen Medien in Amerika suchten nach Rollenmodellen und Verbündeten auf der geistigen Seite. Und wie gesagt, der Bildungsstand war ja auch nicht hoch. Die wussten eigentlich kaum was. Hypnose war noch nicht erfunden. Man kannte die Presbyteraner als charismatischen Trance-Evangelisten. Aber die einzigen Rollenmodelle, von denen man wirklich wusste, weil immer wieder Kranke zu den indianischen Medizinmännern gingen, wenn die junge Schulmedizin ihnen nicht helfen konnte, die berichteten diese unglaublichen Begebenheiten mit materialisierten Tieren, das sind Krafttiere und Heiltiere, materialisierten Grandfathers und Grandmothers, die ganz zentral eine Rolle spielen in diesem Pantheon, materialisierten Iktomis, den Main Protagonists, die waren ganz wichtig, Spinnengeister, die aber eine ganz starke, ausgleichende Form und Rolle spielten in den indianischen Zeremonien. Und so kam es dann zu dieser Übertragung, die tatsächlich an Phänomen belegt wurde. Und interessanterweise kam es sogar auch zu einer Rückübertragung. Denn ab 1860 tanzten die nordamerikanischen Indianer, beispielsweise dieses größte Indianervolk der Sioux, den sogenannten Ghost Dance. Den gab es zuvor nicht. Und im Ghost Dance, da wertschätzte man die verstorbenen Lieben als die Persönlichkeiten, die sie waren. Und das gab es zuvor nicht. Es wurde von den Elders geredet und die Grandmothers und die Grandfathers spielten eine große Rolle. Aber nicht in dieser Art und Weise, die uns eher an die westlichen Jenseitskontakte erinnern. Und wie gesagt, man vermutete dann hier sogar auch noch die Rückübertragung von West nach Indigen. Wer würde denn gern zu diesem oder zu irgendeinem anderen Komplex, den wir angesprochen haben, eine Frage stellen? Bitte. Ja, vielen Dank, lieber Kai, für deine sehr spannenden Ausführungen. Ich habe drei Fragen. Die erste Frage betrifft insbesondere das Bild, was du gezeigt hast von Volkow, wo er draußen saß und da, glaube ich, zwei Verstorbene erschienen sind. Ist das im Licht geschehen oder ja, war das im Volllicht? Nicht im vollen Licht, das sind immer abgedämpfte Räume, lichtmäßig. Die hatten damals noch keine gute Beschreibung, es gab noch keine Einheit.
Es wurde meistens dann von, man orientierte sich an bestimmten Lichtkerzen. Beim einen durften 4 Lichtkerzen. Eusapia Palladino hatte teilweise 10, teilweise 20 dieser Lichteinheiten erlaubt in ihren Seancen. Aber es war Licht. Alle sahen die Menschenformen aus den Kabinettvorhängen hervortreten. Also ja, es war Licht. Sehr spannend, vielen Dank. Die zweite Frage wäre auch wieder auf ein Foto bezogen, das du glaube ich auch mit Frank Lotzing hast, wo es Blitzlichtfotos gegeben hat. Und wir wissen ja, dass eigentlich, wenn da Weißlicht auf die Kupplung trifft, das ja auch nicht so optimal innen kann. Wie hat das da funktioniert? Weshalb hat das da funktioniert? Und was war das für Kamera, die da verwendet? Ganz einfach, unter Absprache. Unter Absprache ist ganz viel möglich. In unseren Seancen ist es ja auch nie ganz dunkel. Es herrschen immer kleine Orientierungslichter. Es wird in großer Regelmäßigkeit mit Rotlicht gearbeitet. 40 Watt Rotlicht, das ist schon einiges. Mit Weißlicht wird immer wieder gearbeitet, wenn die Spirits das entsprechend vorbereiten konnten und in Absprache das dann ausgelöst wurde. Magnesiumlicht war das ganz lange Zeit, das heißt also ein richtiger langer Blitz, der auf einer Magnesiumplatte entzündet wurde. Und eine relativ lange Belichtung waren dann möglich. Und es gibt ganz viele Berichte, dass dann nach dem Magnesiumblitz alles Ektoplasma sich auch dann schon auch auflösen konnte und aufgelöst war. Okay, und dann meine letzte Frage noch, du hast eben Ulcott erwähnt, da die Frage von Kowalski. Steht da einiges in dem Buch, was du da eingeblendet hast, was da offenbar von ihm ist? Ich weiß nicht, das gibt es nicht mehr. Und war er auch selber als physikalisches Medium unterwegs oder war er da lediglich als Untersuchungsperson begleitet? Jawohl. Er war reiner Untersucher. Er hatte ja dann eine tragende Rolle beim Militär inne, als es dann zum amerikanischen Kongregationskrieg kam, aber er war typischer Journalist, investigativer Journalist und hat also in der Aufklärungsarbeit da, er hat mehrere Medien untersucht, die Eddies waren nur ein Beispiel und er war da also sehr angesehen in dieser Rolle, bis er dann Blavatsky traf und entsprechend mit ihr dann die Theosophische Gesellschaft ja gründete, in der ja auch ganz viele Phänomene eine Rolle spielten. Die Mahatma-Briefe beispielsweise, die materialisierten und in denen die berühmten aufgestiegenen Meister das erste Mal kommunizierten und sich verabredeten mit Helena Blavatsky, die sie ja dann als auch als die erste zu Gesicht bekam. Danke für deine Fragen und bitte. Was weiß man eigentlich über die historische Realität von Helena Blavatsky? Was ist da gekommen? Man weiß, dass sie sich sehr für den Spiritismus interessierte. Sie gab selber Sitzungen in Bombay und in London und sie promotete sich gern als physikalisches Medium. Wir wissen aber heute, dass engagierte Kleingruppen ähnliche Effekte oder ebenfalls diese Effekte auslösen können. Also ein herausragendes Medium. In der damaligen Zeit war sie, glaube ich, nicht. Da haben andere Medien ganz andere Kaliber an Erscheinungen produzieren können. Ja,
Danke für die gute Frage. Ja, bitte. Ja. Also ich höre das seit 40 Jahren, verfolge ich das, und seit 40 Jahren nehmen sich das Gruppen immer wieder vor, und gerade die, die also sich zum Ziel setzen, alles jetzt im Lichte aufzubauen, einzutrainieren, weiterzuführen, von denen hast du nie wieder was gehört. Woran könnte das liegen? Das könnte daran liegen, dass die Erfahrungsklasse mit dem Übernatürlichen eine ganz klare und eindeutige Verbindung hat zur Nacht und zu den Umgebungsbedingungen, die eben nachts stattfinden. Ob das die wilde Jagd im Mittelalter waren, die nachts durch die Wälder ist, ob das die Elbischen waren, die nachts dein Kind ausgetauscht haben gegen die Wechselbälger, ob es die UFOs waren, die dich nachts aus deinem Bett geholt haben, oder die Poltergeister, die nachts in den Fluren und an den Türen ihre Geräusche machten. Es gibt diesen klaren Zusammenhang, so dass man den Eindruck haben könnte, die Geisterstunde, nirgendwo auf der Welt ist die nicht zwischen 0 Uhr und 4 Uhr morgens. Es gibt keinen Ort, wo eine Geisterstunde mittags um 12 ist. Ja, warum denn nicht? Und wenn wir uns auf der einen Seite die Sukubi, die Inkubi, die großen Schlafgeister, der Schlafdämonen des Mittelalters, die dir Albträume einflößten. Ja, wann träumt man? Naja, nachts, wenn man schläft. Justinius Kerner, ein Schüler Paracelsus, nannte das gesamte Gebiet die Nachtseite der Natur. Und natürlich auch deshalb, weil er erkannt hat, die Nacht scheint diese Bedingungen irgendwie möglich zu machen. Man kann das jetzt von vielen verschiedenen Seiten betrachten und abschätzen. Und heute will ich nur mal anregen, der Schlaf, Trance als zentraler Auslöser oder Kontaktmacher mit diesen Kräften, die Hauptschlafphase aller ist zwischen 3 und 4 Uhr am Morgen. Haben wir da vielleicht tausende von Medien, deren Trance meine übernatürliche Erfahrung möglich machen, weil ich wach bin und das in der Nacht halt eben erleben darf. Etwas knüpft noch mehr die Dunkelheit an das okkulte Experiment. Was nicht heißt, dass es niemals Licht gibt. In unseren Seancen zeigen wir die erstaunlichsten Dinge im Licht. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass diese Seancen zwangsläufig verdunkelt sein müssen, aber die Verdunkelung hat einen Effekt auf das initiatorische Geschehen und wird deshalb experimentell als Werkzeug genutzt. Sehen wir also auf der Seite die Zusammenhänge,
möchte ich noch eine weitere Frage in den Raum werfen. Warum haben wir Menschen Angst vor der Dunkelheit? Ja, das reicht nicht. Ja, warum haben wir dann aber denn nicht Angst, warum hat keine Angst in der Helligkeit? Ja, weil von der Lernfolge sind unsere Urerfahrungen, wo wir die ersten eigenen Erlebnisse hatten, im Mutterleib. Der Mutterleib ist natürlich eine dunkle, eher dunkle Umgebung. Und da lernen wir vorgeburtlich ganz wichtige Eigenschaften. Und unser zentrales Gefühl sollte sein Sicherheit, Geborgenheit. Das hat sich aber nicht in uns nachhaltig verfestigt. Etwas anderes war stärker. Und hier erkennen wir wieder, die Menschen haben zu allen Zeiten in der Nacht diese Erlebnisse gehabt. Hat es mit dem Schlaf zu tun, hat es mit dem fehlenden Licht zu tun. Aus irgendeinem Grunde war das so. Und weil wir Angst haben vor den Dingen, die wir nicht verstehen, ist in uns allen über Jahrtausende hinweg eine Angst vor der Dunkelheit erwachsen. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Angst vor der Dunkelheit und der Tatsache, dass in der Dunkelheit diese Phänomene eindeutig öfter entstehen als im Hellen. Also, da kann man diesen Gruppen nur viel Erfolg wünschen. Ich meine, die Dinge sind ja schon sehr gut beobachtbar, aber ich weiß, solche Impulse kommen dann immer, wenn es solche Anwürfe gibt gegen die Medien, die teilweise selber gar nicht verstehen, warum sie befreit sind. Nö, nö. Wir haben bei zigtausenden von Medien haben wir dreieinhalb Namen, bei denen das womöglich immer wieder mal möglich war, dass es nicht an der Dunkelheit bedingungsweise hing. Daniel Douglas Hume oder Didi Home, ne, konnte das in der Helligkeit produzieren, und fast noch wichtiger, Carlos Mirabelli, der berühmte Brasilianer. Eusebio Palladino wird gerne genannt in diesem Atemzug. Und da gehen uns jetzt schon langsam die Namen aus. Wir kommen nicht mehr auf 5. Das gab es früher nicht. Jemand, der das behauptet, lügt oder er weiß es nicht besser. Ja, bitte, sehr gerne. Es gibt in dem Buch, eine Gruppe erzeugt Philipp. Ja. Das war ja auch nicht in der Dunkelheit, oder? Das war was? Das war nicht in der Dunkelheit. Naja, die haben mit allen Graden an Licht experimentiert. Ja. Die haben die einfachsten und was die diese Antrittsschwelle niedrigste Form an Phänomenen, Tischphänomene, bis zu einem gewissen Grad, die finden bei uns auch im Hellen statt. Ja, zu Spiritmaterialisationen, zu Materialisationen, noch nicht mal zu Telekinesen oder sowas ist es gekommen bei der Philipp-Gruppe. Es spielte sich hauptsächlich um, aber die Philipp-Gruppe hat was anderes in die Diskussion gebracht, nämlich die Frage, was können wir alles als Spirit definieren? Und wir müssen davon wegkommen, dass also Spirits immer nur die Geister der Verstorbenen sind. Jedes Motiv, jeder Traum, jede Hoffnung, jeder Impuls hat eine spirituelle, ja, Persönlichkeit. Natürlich ist eine Persönlichkeit eines geistigen Impulses nicht so groß wie, sagen wir mal, eine verstorbene Person. Da bleibt mehr zurück in der spirituellen Welt.
Aber diese Frage wurde hier aufgebracht. Eine Gruppe materialisiert Philipp oder wie heißt das nochmal genau? Ja, eine Gruppe? Erzeugt Philipp, genau. Das ist nämlich eine ganz wichtige Frage. Wie soll das weitergehen in der Spiritualität von uns Menschen? Wir sind hier sehr ego-orientiert unterwegs. Das fällt uns gar nicht so auf. Aber wenn wir mal diese riesengroße Gruppe an Jenseitsmedialität uns anschauen, da geht es eigentlich nur um mich. Also meine Großmutter möchte meinen Jenseitskontakt haben. Ich arbeite mit meinem Medium. Da geht es im Grunde genommen um die Befriedigung von selbstbezogenen Hoffnungen und Gefühlen. Und das ist eine lange Zeit lang toleriert von der geistigen Welt. Die versteht das und die lässt das passieren. Aber wenn ich dann überhaupt nicht mehr ablasse und noch nach 30 Jahren immer wieder versuche, mit Verstorbenen Kontakt aufzunehmen, dann ist das für die gesamte Umgebung der Beteiligten nicht mehr unbedingt gesund. Wir müssen lernen, loslassen zu können in der Liebe. Und es gibt die Befürchtung, dass also ein übermäßiges Klammern auch an Verstorbenen womöglich eine jenseitige Weiterentwicklung erschweren könnte. Und deshalb müssen wir da einfach sehr aufmerksam sein und bleiben. Danke für die spannende Frage. Ja, bitte. Du machst das jetzt ja schon sehr viele Jahre. Merkst du Veränderungen Ja, also ich habe das jahrzehntelang gemacht, ohne irgendeine kleine Malesse gehabt zu haben. Wir haben immer gesagt, die Spirits schützen uns, und das war auch so. Die Spirits haben uns geschützt, nicht nur auf der körperlichen Ebene, die sehr anstrengend ist, sondern alle, die viel mit Spirits arbeiten, wissen, wie deutlich sich das plötzlich auch in der äußeren Welt abbildet, ne? Dass die da sind und dass die uns beschützen. Aber in dieser Krisenzeit der letzten 3 Jahre, in dieser gesellschaftlichen Krisenzeit nach Corona und was es aus den Gesellschaften gemacht hat, und bei Krisen innerhalb der spirituellen Szene gab es Repercussions, Rückkopplungen mit meinem Körper, der diese Unstimmigkeiten im eigenen Körperfeld reproduziert hat. Und das war oder ist sehr anstrengend. Und ich hoffe, dass es bald wieder andersrum geht. Also da gibt es Effekte. Gut. Ja, fein. Also diese Sache, wir was? Will noch einer? So? Ja, bitte. Ist okay. Warum fragst du nicht? Kann ja auch mal fragen. Also willst du jetzt nicht fragen? Kann ich auch. Nur wenn es für dich wichtig ist. Wenn es für dich nicht wichtig ist. Also wichtig ist für mich zu verstehen, was ist das Ziel oder was war das Ziel zu einer physikalischen Medium? Was hat es bezweckt und was war das Ziel von so einer Seance? Ja, also ich wundere mich immer, dass das nicht offensichtlich ist. Das erste Mal erleben wir Spiritualität in einer Qualität, die sich objektiviert. Das heißt, das, was sich vorher ausschließlich in unserem Denken abgespielt hat und das, was uns alle wahrscheinlich irgendwann zu der Frage gebracht hat, bin ich das vielleicht doch selbst? Rede ich mir das doch vielleicht alles ein?
wenn die Dinge dann vor deinen Augen sich offensichtlich unter der Kontrolle einer Intelligenz darstellen, erleben wir Spiritualität einfach in einer neuen Form des Erlebens von Spiritualität. Das ist das eine. Das andere ist die Botschaft, die schon alleine in dieser ganzen phänomenologischen Chose sozusagen daherkommt. Und das ist die Art und Weise, wie die Spirits uns Materialität offenbaren. Und sie offenbaren sie uns in einer Art und Weise, dass sie vor unseren Augen ad absurdum führt. Die Spirits zeigen uns, schaut euch das an, das, worauf ihr seit fast 200 Jahren eure gesamte Existenz aufbaut, was im Mittelpunkt eurer Schulen und Universitäten, im Mittelpunkt eurer Bedürfnisse, im Mittelpunkt die Ressourcen, die ihr dafür ausgebeutet habt, überall auf der Welt, für etwas, was wir vor euren Augen innerhalb einer Sekunde in Luft auflösen. Und dann folgen halt bei uns in diesen New Age-Anteilen vermischten Spirit-Persönlichkeit, die ja da viel kommuniziert und viel zum Besten gibt, alle möglichen gewichtigen Inhalte. Man muss bedenken, die Phänomene, die wir hier sehen, die laufen in Minuten ab, während die Seance bis zu 4 Stunden ist. Da wird eine Menge an Content umgewälzt und geteilt mit den anderen, mit den Gästen, ne? Also das, ich weiß, dass das immer wieder diesen Eindruck macht, als seien die physikalischen Seancen ja, da ein Phänomen nach dem anderen. Da hat er einen Stein gezeigt, da hat er Ektoplasma gezeigt, ja. Das, und dann war es das. Nee, ganz und gar nicht. Es gibt schon Beschwerden über die Länge der Auslassung unserer Spirits, die sich nämlich da auch einmischen und bestimmte Haltungen einnehmen. Also das ist immer unter legt mit Content und wir sind sehr happy eigentlich mit unserem Main Guide, der diesen ganzen Content teilt, weil wir glauben, das ist schon, das haben die schon ganz gut gemacht, wie der das teilt und was der das teilt und wir finden auch das gut, wie er sich positioniert in der Geisterwelt und möglichen Einflusswegen auch auf die Menschenwelt und wie er das erklärt. Also wir sind da ganz happy, da ist also ein ganz, wahrscheinlich sogar mehr Zeit geht für Bedeutung drauf, als dafür da Phänomene zu beobachten in den Seancen. Das ist eng verwoben und vermischt. Manifestationen und auch vielleicht mal früher ein Beweis für diese Spirit oder Spiritualität überhaupt. Also aber jede einzelne Aktion ist da ja ein Beweis. Die materialisieren aus meinen Augen, aus meinen Händen, aus dem Nichts. Du kannst da in Rotlicht, du kannst da reingucken und du siehst, es entsteht aus dem Nichts. Ja, oder also die Vollphänomenenklassen. Ja, wenn plötzlich jemand im Raum ist, der vorher nicht da war, ist das kein Beweis, dass da eine geistige Kraft am Werke ist, die versucht, Wertiges für uns zu produzieren, um irgendwie unser Denken und unser Selbstverständnis weiterzubringen? Ich meine ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weißt du auch, wer überhaupt dann kommt, oder ist das einfach... Wenn der Geist sich meldet, dann meldet er sich. Nee, das sind Ausgewählte, das ist ein ausgewählter, wie ein alter Ego. Ich bewege mich mit Techniken aus meinem Körper raus und ein ganz bestimmter Gast
Guide darf Eintritt nehmen und der bringt alle möglichen anderen mit, deren geistige Gewahrsamkeit auch repräsentiert ist in dem einen. Es kommt nicht zu Wechseln von Stimmen oder Persönlichkeiten. Wenn Verstorbene anwesend sind, machen die sich über Berührungen bemerkbar oder dass sie ihr Antlitz abbilden in ektoplasmischer Masse. Ja, dann zeigt sich ein Spirit dauernd auf dem Kopf und Julia sagt zum Guide, hey Guide, du musst den Spirit, der da gekommen ist, du musst ihn umdrehen, der steht auf dem Kopf. Und Hans sagt, nein, das muss ich nicht, denn er wird dadurch erkannt, dass er auf dem Kopf steht. Ein Familienvater, der irgendwie in den letzten x Jahren jeden Abend eine halbe Stunde Kopfstand trainierte. Ja. Andere, deren Grabsteinbild im Ektoplasma, 50-70% werden erkannt. Es sind ja teilweise, wir haben ja so ein paar Gesichter gezeigt hier, die sind alle erkannt worden. Ja, und das ist in der Physik, in Bern ein Gast, und der Hans fängt an, über ihre Familie zu sprechen und so weiter. Der Hans ist einer der zentralen Guides und sagt dann, ja, und wir wissen auch, dass du ja dieses Erbstück von deiner Oma nicht mehr bekommen konntest, weil die Familie zerrissen war und so weiter. Wir haben eine Überraschung für dich, wir geben dir das. Und sie materialisieren für diese Frau eine scheinbar antike Kette, von der sie wusste, dass sie ihrer Großmutter gehörte, die sie ihr immer schenken wollte, aber wegen Zerreißungen in der Familie es nie dazu kam. Und solche Geschichten kann ich dir endlos und endlos erzählen. Ja, es kommt also nicht zu diesem typischen, wie es bei den Jenseitskontakten auf den, bei den Bühnenmedien werden sie ja manchmal genannt. Da haben wir 50.000 andere. Also wer das will, kann da überall hingehen. Bei uns bilden sich die Spirits eben in dieser Weise ab. Danke. Gerne. Bist du freiwillig physikalisches Medium oder wurdest du gezwungen? Ja, ich wurde durch, so wie wir alle unseren Schicksalsweg gehen, habe ich mir das nicht freiwillig ausgesucht, sondern die Dinge haben mich da hineingeschmissen. Und ich habe das halt dann ausprobiert und ja, da war aber auch viel eigenes Interesse da. Ich weiß von Michael Shane, ja, dass er moralisch aufsteigen wollte. Moralisch aufsteigen wollte? Naja, das wollte ich nie. Mehr. Ich wollte immer mit den Dogs crawlen, mit den Underdogs. Okay. Ja, ich, es ist vielleicht eine Anfängerfrage, aber ich wundere mich immer, wie kam das mit dem Kabinett? Die Idee, dass man im Kabinett sitzt, ist das einem im Traum eingefallen? Oder wie in Jahren habe ich jetzt im Fokus auch kein Kabinett gesehen? Ja, also das Kabinett, wir benutzen das ja insofern nicht, weil das bei uns in unseren Sitzungen das Medium gar nicht im Kabinett sitzt, sondern mit den anderen im Kreis. Das Kabinett, da gab es schon immer die Idee, wir müssen einen Teilbereich des Raumes von der unreinen Menschenenergie und vom Ego der Menschen und von der Besitz Gier des Menschen frei halten, einen vielleicht nur virtuell abgetrennten Raum im Raum, wo die Spirits, ohne sich vermischen lassen zu müssen mit den menschlichen Energien, ihre Energien anreichern dürfen. Also die Idee einer geistigen Batterie,
wo geistige, feinstoffliche, ätherische Kräfte sich anreichern und für die Prozesse im Seance-Raum zur Verfügung gestellt werden, sowas. Virtuell kann ich das schon besser erklären, weil es fühlt sich ja durch den Stoff durch oder ein Zelt. Ja, das ist also ganz gezielt, ist das eben nicht ein Tresor, sondern das ist ganz gezielt nur eine, durch den Willen wird der Rest gesteuert. Wir sind ja bei den Spirits, sind wir ja dann nah an diesen Faden um den Willen und so weiter. Und deshalb spielt hier auch nicht die Rolle, ist es jetzt ein Stoff oder ist das jetzt ein Metall. Der Wille hat die Kontrolle über die Materie. Und es ist auch vor allen Dingen für die Anwesenden ein sichtbar abgetrennter Bereich, in den sie nicht reinstolpern sollen. Oder nicht da mal reingreifen sollen, sondern von der Macht des Geistes ein hermetisch abgeschlossener Raum. Danke dir. Bitte. Haben wir das schon versucht, etwas Materialisiertes in einem Labor zu bringen? Ja. Und dann untersuchen, ob es das gleiche Ergebnis gibt, was man kennt. Ja, mehrfach hat man das gemacht und hat Ektoplasma in chemischen Laboren untersucht und auseinandergenommen. Und eigentlich war es so eine große Überraschung nicht, dass man im Ektoplasma letztlich das fand, was man auch an den Körperstellen finden würde, aus denen das Ektoplasma scheinbar austritt. Das sind also Bereiche am Körper, an den Schleimhäuten, kernlose Zellen, T-Zellen, Schleimhautzellen. Aber warum diese Masse dann anfängt, Handformen zu bilden, das konnten die nicht rauskriegen. Die hatten also rein materiell diese Masse abgeschöpft, aber in den Tropfen, den die da hatten, hat sich das Geheimnis nicht offenbart, wie der Geist in dieser Stofflichkeit so eine Kontrolle aufbringen kann. Danke für deine Frage. Bitte. Man hat also Ektoplasma untersucht und man hat ganz viele Objekte untersucht, die materialisiert worden sind. Und da gab es ganz neue, da gab es wertvolle, da gab es nicht wertvolle. Das hat auch keinen Erkenntnisschub gebracht. Also wir sehen also auch das Ektoplasma letztlich als Platzhalter. Viel wichtiger ist, was zum Beispiel der Overall Outcome ist, also nicht so reduktionistisch schon wieder zu werden, sondern zurückzukommen zum Verständnis der Materialisation und welche Bedeutung dies oder jenes Materialisierte haben könnte. Ektoplasma ist die Erfindung eines deutschen Physikers. Der hatte den Eindruck, dass das, was er beobachtete im Seance-Raum, dieselben Abläufe hätte wie in der Mikrobiologie, wenn einzellige Pflanzen Atome und so weiter, Teilchen, sich abstoßen, sich anziehen, in dynamischen Verläufen sich gestalten. Und da hat er das Wort Ektoplasma einfach übertragen in die Parabiologie.
Psychologie. Das war 1906. Und nach nur ganz wenigen Jahren hatten alle Parapsychologen das Wort Ektoplasma mit übernommen. Man nannte es zuvor Teleplasma, aber ganz zuvor nannte man es einfach Spirit Cloth, Stoffe der Geister. Du, eine noch, dann bitte. Nur mal bitte. Bei einem physikalischen Medium. Ja. Wer redet? Medium oder die Erscheinung selber? Oder ist der, kommt drauf an. Ja. Kommt drauf an. Wie weit ist die Seance schon fortgeschritten? Hat der Austausch schon stattgefunden? Wir machen ja spezielle Techniken, um den Zustand des automatischen Sprechens zu generieren. Das gleiche wie automatisches Schreiben, ne? Nur, dass es diese Muskeln hier sind und nicht diese Muskeln. Und automatisches Sprechen ist gar nicht schwer, denn das machen wir doch sowieso schon den ganzen Tag. Wir sprechen automatisch. Und wenn es mir dann gelingt, in einem für mich glaubhaften, für die Szene glaubhaften Prozess, mich mit der geistigen Welt so zu verbinden, dass dieses impulshafte Geschehen nicht mehr mich absaugt und zur Sprache wird, ne? Der automatische Sprechprozess saugt sich an mich und alles, was da automatisch rauskommt, kommt aus mir und was ich bin und was ich meine und denke und fühle. Ich habe in einer tiefen Trance diesen Saugapparat an meinem Guide gefropft. Und dann lasse ich den erstmal sprechen. Ja, und dann kann man weiter damit arbeiten. Und ganz wichtige Frage. Gut, ihr lieben Leute, wir haben ja jetzt die beiden kommenden Tage den Workshop hier, die vielen neuen Dynamiken in einer neuen Spiritualität der Menschen, wo die physikalische Spiritualität ganz viele Impulse setzen wird. Ich danke euch, dass ihr heute Abend mit mir wart und dass wir diese vielen spannenden Inhalte anschauen konnten und vielleicht neu bewerten konnten. Kommt gut nach Hause und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Vielen Dank fürs Kommen. Gute Nacht. Sehr gut.